willkommen zu diesem neuen Video. Ich bin Varaya von Varaya Loves Paper und ja, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich habe euch hier einen guten Freund mitgebracht, den George. Falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, super Gelegenheit. Ich freue mich riesig über Kommentare, Likes, Abonnenten und lasst uns einfach ein bisschen schnacken. Es kommen viele schöne Kommentare, ich freue mich mega darüber. Ich stelle gerade fest, ich hatte gerade Besuch von Bonnie. Schöne Grüße von Bonnie in dem Fall. Meiner kleinen weißen Katze. Und sie hat George angestupst. So, dementsprechend müsst ihr jetzt damit leben, dass George ein paar Bonnie-Flusen hat. Sie wurde ein bisschen von Bonnie geliebt, geschnuffelt. Ja, ihr kennt das ja. Katzen, die stupsen ja gerne mal die Ecken an. Aber George ist ja Teil der Familie, also von daher ist das ja auch in Ordnung. Ja, Leute, endlich geht's mal los mit George. Ihr habt ja schon noch eine Bonnie-Flusen. Ihr habt ja schon gesehen, wie George entstanden ist. Und habt auch gehört, was ich mit George machen will. Für alle die, die es noch nicht gehört haben. George ist mein Ideenjournal. Und George ist bis heute noch recht jungfräulich. Und ja. Hier werden alle Ideen, alle, hoffentlich alle, reinwandern, die mir so in den Sinn kommen. Und nicht nur mir, sondern, kleine Ankündigung in eigener Sache, Dani und ich wollen George Meets Honey machen, ein Format, wo wir live basteln, euch mitnehmen, wenn ihr mögt, auf den Schnack. Und wir dann immer Ideen durchbasteln. Und ja, wie ihr seht, George hat einige Seiten, da geht was. Und naja, auf jeden Fall werde ich nicht vorne anfangen und hinten aufhören, sondern wir werden uns jedes Mal, wenn wir irgendwie etwas basteln wollen, eine Seite aussuchen. Und ja, Daniel und ich sprechen uns vorher ab oder vielleicht gebt ihr uns einen Impuls, was wir in George Meets Honey mal machen könnten. Und dann wird losgebastelt. Dann ist Daniel auf der einen Seite mit Honey und ich auf dieser Seite mit George. Und dann geht's rund. So, jetzt habt ihr einen kleinen Einblick gekriegt, wie mein George so aussieht. Dieses kleine süße Journalchen hier. Ich glaube, damit muss ich gar nicht viel machen. Ist ein bisschen angebackt. Ja, das ist noch so ein kleines süßes Extra-Büchlein. Ich liebe kleine süße Extra-Büchlein. Vielleicht war das Georges bester Freund. Wer weiß, wer weiß. Auf jeden Fall hält er hier da hinten fest. So, was möchte ich heute tun? Ja, also ich fange jetzt nicht direkt mit Dani an, im Live-Basteln. Das werden wir auch bald machen. Ein bisschen müssen wir die Technik noch zurechtknödeln und dann geht's rund. Aber ich habe euch was mitgebracht, was ich ein bisschen vorbereiten musste, weil das eine ziemlich lange Trocknungszeit hat. So, und zwar mein Hauptfokus heute beim George-Basteln. Ich guck mal eben, ob mein Bildausschnitt gut ist. Ja, ich glaube schon. Sind diese beiden Servietten. Zwei verschiedene. Und George soll ja immer eine Seite mit einer Idee bekommen oder vielleicht auch eine Doppelseite, kommt drauf an. Hier für die beiden würde ich eine einzelne Seite nehmen. Und zwar werde ich die so als Flap benutzen. Die hier ist von beiden Seiten. Ja, seht ihr das? Ist von beiden Seiten eingematscht mit Kleber. Das ist jetzt mal eingematscht. Deswegen komplett durchscheinend. Diese hier ist von einer Seite mit Kleber eingematscht und dann die Serviette reingelegt und trocknen gelassen. Die hatte ich hier noch so ein bisschen die raue Papier-Oberseite. Fühlt sich aber schön an. So, und diese beiden Varianten möchte ich gerne in George verewigen. Und da die beiden jetzt, sag mal, recht langweilig sind, einfach so ins Journal zu klatschen. So, zack, fertig. Schönen Tag noch. So ungefähr. Deswegen habe ich mir ein paar andere Materialien noch geschnappt. Jetzt suchen wir uns erstmal eine Seite aus, wo wir das realisieren können. Ich hätte gerne helle Seite. Was mit der? Sieht ganz cool aus. Ist irgendwas hinter, was ich jetzt nicht verdecken will? Ja. Ich hätte gerne helle Seite, damit man das, die Collage dann auch sieht. So, jetzt habe ich es verraten. Ich habe eine Collage mitgebracht. Nein, eine Collage nicht. Ich habe Material mitgebracht. Ich weiß noch nicht, ob ich alles auf den Haufen schmeiße. Aber das hier ist es. Jetzt möchte ich gerne Rumi rein. Ich lasse ihn mal kurz rein. Also sonst setzt er vor der Tür und jault die ganze Zeit. Könnte meinen, Rumi wäre ein Hund. Nein, der kleine Rumi ist ein Kater.
Ein Kater, der dann vor der Tür sitzt und ich auch. Allerdings benimmt sich der feine Herr wie ein Hund. Na, möchtest du auf den Schuss? Wäre jetzt schlecht beim Basteln. Du kannst mal zugucken. Und dann packt ich ins Körbchen. Und möchte Hallo sagen. Und komm hier. Komm hoch. Los. Komm. Ja, los, komm her. Nicht mit deinen Krallen. Romy, der ist ein ganz lieber Kerl. Guck mal. Hat mal deine kleinen roten Öhrchen hier ins Bild. Ja, rote Öhrchen. Jetzt habt ihr wenigstens mal so einen Romy von oben gesehen. Der liegt manchmal auf meinem Schreibtisch. Du kannst dich hier hinlegen, mein Lieber. So, ich habe noch einen Stempel, habe ich auch mitgebracht. Der liegt manchmal auf meinem Schreibtisch und guckt mir einfach zu. Freut sich seines Lebens. Boah, hast du schmutzige Pfoten. Gestern hat er mir einen Brombeerzweig mitgebracht. War ganz toll. Der war so fest im Schwanz verknotet, ne? Das haben wir ganz mit Mühe, haben wir den Brombeerzweig wieder aus dem Schwanz bekommen. Ja, Schnur, Schnur. Guck mal, hier hast du Platz, da kannst du dich hinlegen. Nur vielleicht nicht unbedingt ins Bild. Nee, auf den Schrank kannst du auch nicht. Romy ist gerade ein Jahr alt und möchte natürlich ausprobieren, was man hier so machen kann. Und deine Nase ist auch nass. Mal deine Nase trocken. Man kann ja theoretisch auf jeden Schrank klettern, in jeden Karton. Man kann sich auch auf jedes Papier und jedes Buch legen. Man kann auch Frauchen anstupsen und mitbasteln. Du, Schatzi, so sehe ich aber nichts. So sehe ich nichts. Und nehme mit deinen Dreckpfoten nicht auf George latschen. So, Schluss jetzt. Dreckpfoten gehören nicht auf George. Leg dich dahin. Ich glaube, Romy legt sich besser unter den Tisch in den Katzenkorb. Oder hinter meinen Schreibtischstuhl. Da ist auch ein Katzenkorb. Komm her. Jetzt haben alle ein bisschen Romy abbekommen. Guck mal da. Da ist ein super bequemes Körbchen. Nein, genehm, nicht genehm. Okay. Ich such dir ein anderes. Und Romy legt sich jetzt hier irgendwo hin und hört mir zu beim Reden. Kommen wir wieder zurück zu George. Mein Plan ist, ein Flap von oben, vielleicht ein bisschen angeschrägt, und ein Flap von der Seite, also auf diese Seite, aber ich muss erstmal eine Collage arrangieren. So, dann habe ich hier ein bisschen Schnipsel die Dipsel mitgebracht. Ich habe ein kleines Zitat von Cäsar mitgebracht. Lieber der Erste hier als der Zweite in Rom. Zum Lateinunterricht müsste ich eigentlich noch wissen, in welchem Zusammenhang er das gesagt hat. Ich weiß es aber nicht mehr. So, dann habe ich Blümchen mitgebracht. Stimperia-Blümchen. Und ein schönes, oh, ich weiß gar nicht mal aus welchem Digitalpapier. Das war ein ganz tolles Digitalpapier. So. Mal gucken, vielleicht kann man die auch so machen. Dass sie hier alle aufs Blatt passen und dann noch irgendwie versetzt sein können. Ein Stück Stoff habe ich auch noch mit. Das können wir hier so reinpacken. Und dann haben wir noch sowas. Ein schönes Farbverlaufding. Das ist aus dem gleichen Papierset wie dieses. Auch schönes Digitalpapier. Mir ist nur einfach entfallen, von wem das war. Naja, wenn es mir einfällt, dann poste ich euch das noch hier unten in die Kommentare oder in den Infoblog. So, eine Buchseite. Hier möchte ich allerdings die nicht beschriebene Seite haben. Und möchte sie gucken, wie ich das mache. Drunter, drüber? Ne, ich glaube, ich mache es drüber. So, dass hier ein bisschen Stoff drüber steht. Ich mag das immer, wenn das über die Seiten steht. So, ein bisschen Stoff hier über die Seite. Hier werde ich noch irgendwie so ein bisschen Linien oder Karo-Stempel habe ich hier. Dann habe ich dieses Rom-Zitat. Und ich habe noch den Juni, weil heute der letzte Tag des Juni ist. Gucken, lasse ich die 72 drauf. Dann können wir eigentlich können wir die auch extra kleben. Wenn ihr gute Ideen habt, was ich noch hätte machen können, denn es ist zu spät, wir klebt ja alles. Aber wenn ihr Ideen habt, die ich noch hätte machen können, dann erzählt sie mir. Schreibt sie mir in die Kommentare. Du dumme Nuss, du hättest das machen können. Ja. So, nehmen wir die 72 oder 73. Das ist leider keine 42. Kriege ich die noch kleiner gerissen? Oh. Oh, oh. Die Fingernägel müssen falten. Ja. Seite schon, aber oben nicht. Irgendwie so. Finde ich ganz nett. Wir haben keinen Focal Point. Nicht so richtig, auf jeden Fall. Ist nie so schlimm, weil die eigentlichen Hauptprotagonisten meines Werkes hier sind ja die beiden Servietten.
die sind ja eigentlich diejenigen, die ich hier ausstellen möchte. So, und jetzt ist das natürlich so, dass wir hier erstmal ein bisschen distressen müssen. Ich hatte ja neulich mal gefragt, ne? In einem Video neulich hatte ich mal gefragt, wie sieht's denn aus? Wollt ihr mal wieder von mir, was ich bastel so sehen? Also, während ich bastel und ich quatsch euch ein bisschen voll. Oder ist das mit dem Flipsfuß ganz fein? Und ich glaube, irgendwer schrieb, oh, du, man kann ja ganz gut zuhören. Das wäre schon ganz, ganz schön, wenn du mal was erzählst. Wenn ich es jetzt recht in Erinnerung habe. Auf jeden Fall habe ich es mir eingebildet, dass ich das gerne hören würde. Ob das wirklich so war. Ja, aber so sowas in der Art. Also ich habe nicht gehört, oh Gott, geh weg. Das nicht. Darüber habe ich mich auch sehr gefreut, dass ich das nicht hören musste. Jetzt habe ich Dreck auf meinem Stempelkissen. Warum? Warum habe ich Dreck auf meinem Stempelkissen? Jetzt habe ich es mit dem Fingernagel. Nee, ich habe Kleber auf mein Stempelkissen getropft. Das ist ja eine Sache. Muss man nicht machen. Tja, und irgendwelche komischen Flusen, die jetzt natürlich Ground Espresso braun sind. Die kommen aber nicht vom Stempelkissen. Ich glaube, die kommen vom Wäscher. Naja, zum Distressen wird es reichen. Gut, auf jeden Fall, ich habe mir eingebildet, hören zu wollen. Ihr wollt mal wieder was mit mir hier zusammenbasteln oder dass ich euch mitnehme. Falls ihr das jetzt auf keinen Fall wollt und das jetzt gesehen habt und sagt, oh Gottes Willen, jetzt quatscht ihr schon wieder, dann sagt ihr mir bitte einfach Bescheid, schreibt mir in die Kommentare, Alter, ist ein bisschen viel, bastel mal schneller, quatsch mal weniger oder zeig uns einen Flipflo, weil dein Quatsche will man eh nicht hören. Dann ist das so, ich bin noch nicht beleidigt, ich kann damit umgehen, ich bin schon groß und werde es mit Fassung tragen, wenn ihr mich nicht reden hören wollt oder nicht so viel quatschen hören wollt. Weil während man hier so am Werkeln ist, quatscht man ja doch ein bisschen mehr, als wenn man einfach zielgerichtet einen Flipflop zeigt. So, jetzt habe ich euch nämlich heute schon eine kleine Einleitung in George gegeben, was George soll, was er möchte und wenn ja, warum nicht. Ja, und im besten Fall, ich habe nämlich gerade Urlaub, im besten Fall kriegen Dani und ich das ja hin, unsere Technik in die Gänge zu kriegen. Wir müssen natürlich ein paar Probeläufe machen, ne? Weil nichts ist peinlicher, als wenn wir da im Live-Basteln sind und die Technik rauscht ab. Wir kriegen das nicht hin mit dem Livestream. Ihr kriegt ein scheiß Bild. Ich kriege die Bilder nicht getauscht. Ich werde das Ding mich wahrscheinlich administrieren. Wenn Dani was zeigen will, soll sie natürlich dann groß eingeblendet sein. Ich was zeigen will ebenso. Wenn wir beide sofort hinbasteln, haben wir dann zwei Bilder am Start, die ihr sehen könnt. Und ihr sollt natürlich, wie soll das anders sein, auch unsere Töne hören, also beide Töne gleichzeitig. Das heißt, wenn wir uns um Kopf und Kragen reden und einem vom Pferd erzählen, was wir gerade machen oder was die Welt um uns herum macht oder keine Ahnung, sollt ihr uns beide auch in voller Pracht hören können. Ist auf jeden Fall unser Plan. Und dementsprechend sind wir gerade am Eruieren, wie wir das am geschicktesten machen können. Ja, ich brauche jetzt hier keine technische Unterweisung, dafür haben wir den Obertechniker am Start. Es geht einfach darum, mit den Sachen ein bisschen zu üben. Ne? Also wenn ihr jetzt geile Ideen habt, ist okay. Es gibt ja viele, die Livestreams machen. Wir haben ja, sag ich mal, die Technik so weit für meinen Mann aufgesetzt. Der Super-Admin, also der hat schon alles so weit im Griff. Das Einzige, was wir halt machen müssen, ist uns in den Stream einfinden und halt wirklich auch mit der Technik klarkommen. Also man kann die beste Technik haben, wenn man damit noch keine Übung hat, dann kann es halt trotzdem peinlich werden. So, und dementsprechend wollen wir ganz gerne das so machen, dass wir einfach Probeläufe haben, ein bisschen vor uns hin üben. Ulrike dazu überreden, dass sie auch einen YouTube-Kanal aufmacht. Also wir sind auf dem besten Weg. Es wird, Leute, es wird. Und vielleicht braucht sie ein bisschen Zureden von euch. Falls ja, also falls ihr Ulrike zureden wollt, einen eigenen YouTube-Kanal aufzumachen. Also sie hat echt fantastische Sachen, die sie macht. Also wirklich ganz tolle Sachen im Vintage-Stil und manchmal auch ein bisschen gruselig. Und also wirklich vielseitig und toll. So, jetzt hat er gerade in meinen Stuhl gelegt. Es lohnt sich auf jeden Fall, wenn Ulrike einen YouTube-Kanal hat. So.
Das wollte ich damit sagen. Also, wenn ihr sie ermutigen wollt, schreibt das hier in die Kommentare. Ich bin mir sicher, sie liest sie. Früher oder später. Jetzt habe ich hier Dreckpfoten auf meinem Schreibtisch. Und ja, ihr müsst heute hier mit der ganzen Herrlichkeit des schmutzigen Schreibtischs leben. Weil ich Katzenbesuch hatte, weil ich gestern einen Oberkracher-Super-Basteltag hatte. Allerdings habe ich gebastelt ohne Video. Warum, das erkläre ich euch in einem Video, was dann später kommt. Nein, Spaß beiseite. Ich kann es euch auch jetzt erklären. Noch gibt es die Videos nicht, weil ich nämlich gerade ein Geburtstagsgeschenk für meine Tochter bastel. Mehr sei hier nicht verraten, da auch sie meine Videos dann irgendwann guckt. Und ich natürlich nicht spoilern will. Nö, klar, soweit. So. Jetzt haben wir hier ein kleines Arrangement. Und wir müssen mal gucken, welches Teil als erstes kommt. Jetzt brauche ich erstmal Pinsel. Also Pinsel. Pinsel für Kleber. Und der Kleber selber. Genau. Also, ich bastel gerade an dem Geburtstagsgeschenk meiner Tochter. Es ist sehr aufwendig und auch groß. Und schön wird es auch. Also, ich würde jetzt schon, jetzt in meinem völlig unfertigen Zustand, würde ich es schon behalten. So, ich wollte das jetzt hier über die Kante haben, ne? So. Ja, nochmal zurück zu George, weil das Geburtstagsgeschenk, das werdet ihr schon früh genug mitbekommen. Ich denke mal, spätestens im August kommen die Videos dazu und ich wollte so ein bisschen eine Mischung zwischen Watch Me Craft und Flipflow machen. Ich habe jetzt schon so einen Zustand, dass ich heute, sag mal, das erste Video dazu drehen kann, ohne dass es in einem völligen Anfangszustand ist. Und dann werdet ihr die Videoserie im August bekommen. Das ist der Plan. Ja. So, ein bisschen über die Kante stehen, dass die Fransen rüber gucken. Ein bisschen rechts, ein bisschen unten. So gefällt mir das ganz gut. Du kommst später. Ah, als nächstes wirst du wahrscheinlich kommen, ne? Machen wir das. Tja. Schön bei Collagen, wenn das so herrlich verschachtelt ist, ne? So, jetzt soll ich das noch ein bisschen schräg machen, weil schräg ist gut. Ich mag schräg. So. Das war ein bisschen zu schräg. Bleib bei dem schräg. Ja, was kann ich euch denn hier noch zu meinem George erzählen? Also, meine Gedanken dazu. Also erstmal, dass es einen George gibt, finde ich total cool. Ihr habt so ein Ideenjournal. Macht schon Spaß und Sinn, finde ich. Weil, weißt du, wie oft blättert man durch, durch sein Buch, was fast fertig ist. Und einem fehlen noch so 5, 6, 7 Ideen, um es wirklich fertig zu machen. Man könnte jetzt natürlich noch eine Pocket machen. Donny, no offense. Donny ist nämlich Queen of Pockets und macht eine Pocket nach der nächsten und in der Pocket noch eine Pocket. Also der Knaller echt. Eine Pocket nach der anderen. Total cool. Allerdings muss man die Pockets auch füllen. Das ist dann immer die Schwierigkeit an der Stelle, dass die Pockets auch ganz gerne Inhalt haben möchten. Also auf jeden Fall, wenn ich ein Journal verschenke oder auch verkaufe, dann möchte ich meine Pockets gefüllt haben. Wenn es ein Schreibpapier ist, aber ne, macht das Buch auch dicker und so weiter und so fort. Ihr wisst Bescheid. Man will jetzt auch, also ich will nicht die obertausendste Pocket machen, auch wenn ich Pockets liebe, nicht falsch verstehen. Man kann ein bisschen Varianz reinbringen mit verschiedenen Sachen. So, und das war auch der Grund, warum Dani ihr Ideenjournal angefangen hat und ich mein Ideenjournal angefangen habe. Dass wir einfach ein bisschen mehr, ja, sag mal, Varianten festhalten. Und wenn man dann wirklich dasteht in den letzten Zügen und sein Buch fertig machen will und denkst so, scheiße, noch eins, ich habe so eine halbe Stunde Zeit. Ich möchte jetzt noch einen richtigen Knaller oder irgendwas fehlt noch. Also irgendwie, naja, ihr wisst, was ich meine. Dann kann man dieses lustige Jane Journal nehmen. Also, ja, Dani nimmt dann Honey, ich nehme dann George. Immer zur Hand und blättern einfach mal fröhlich durch. Na, und deswegen ist auch dieses, ich will kein
Inhaltsverzeichnis. Ich will nicht von vorne anfangen und das dann voll machen. Also meine Variante. Ich weiß nicht, wie Dani das dann handhabt. Ich will einfach wild aufschlagen und da, wo ich bin, ja, eine Seite benutzen. Also jetzt, heute, habe ich eine Seite gesucht, die hell ist. Für diese Collage, ein heller Hintergrund. Weil ich einfach der Meinung bin, dass heute hier das Helle gut passt. Nur viel mehr werde ich daran nicht tun. Ich werde vielleicht sagen, ich brauche eine große Seite und eine kleine Seite. Oder ich brauche so eine ruhige Seite wie die hier. Also einfach rein, ohne irgendwie Muster, so wie die Nachbarseite zum Beispiel. Oder ohne Schrift. Oder halt, ich brauche eine Schriftseite, eine kleine. Weil wenn ich jetzt immer blätter, hier ist eine Schriftseite, genau. Hier habe ich Schriftseite drin. Ja, wenn ich sowas genau brauche, muss ich sie mir natürlich raussuchen. Dennoch zu meinem Plädoyer. Guck mal, jetzt habe ich hier doch einen braunen Streifen mit Kleber. Ne? Super. Da wird eh gleich das Flap drüber kommen. So, du möchtest dahin. Genau. Ich möchte einfach wirklich Ideen fließen lassen können. Das ist einmal die Idee mit dem Ideenjournal an sich. Also wirklich, ich habe eine Idee, so wie jetzt gestern mit diesen Servietten hier. Die wollten einfach, also ich habe die vor einiger Zeit gemacht und dann liegen die hier auf meinem Schreibtisch. Ich habe ja so einen kleinen Ideenstapel. Also die liegen nicht direkt auf meinem Schreibtisch. Ich habe so eine kleine Erhöhung, wo mein Laptop und mein Monitor draufstehen und meine Tastatur darunter verschwindet. Auf dieser Erhöhung ist noch ein bisschen Platz. Und wenn ich Ideen habe, dann schlagen die sich öfter mal auf dieser kleinen Erhöhung nieder vor meinem Monitor und warten dann geduldig auf Abholung. So, nun sind sie abgeholt worden, indem wir heute hier mit George anfangen. Also die erste Seite George ist nichts Spektakuläres, es ist eine Collagenseite mit Flaps. Ist aber völlig fein, weil George selbst ist ja ziemlich Understatement. Ist ja ein totaler hübscher Kerl, aber der hat lockere Klamotten an, ein lockeres Lächeln. Richtig fein und elegant, trotzdem nichts versmobbt. So stelle ich mir den George vor, wenn ich ihn treffen würde. Habt ihr eine Idee? Also ihr habt jetzt das Bild von George gesehen und ich zeige euch das nachher nochmal. Habt ihr eine Idee, wie ihr George charakterisieren würdet, wenn ihr ihn mal im Leben treffen würdet? Das würde mich brennend interessieren. Also ich stelle mir George wirklich so als fröhlichen, freundlichen Typen vor, der, sag ich mal, den man nicht ansieht, dass er recht gut betucht ist, also der daraus kein Hehl macht oder das irgendwie raushängen lässt. Und ja, irgendwie freundlich zu jedem. So stelle ich mir meinen George vor. Den hätte ich wirklich gerne im echten Leben getroffen. So. Das Schöne an Funkelkramkleber ist, man kann ihn noch ein bisschen schieben und ziehen. Wenn er schon sich auf dem Blatt befindet. Ich habe gesagt, ich kann ihn schieben und ziehen. Also, ja, glaube ich, geht, ne? Schief ist Englisch, Englisch ist modern. Passt aber ganz gut. Die Vase steht ein Müh, schief, aber die Ranke Blumen geht nach oben. So kann man sich das auch zurechtlegen. So, das hier möchte ich auch noch mit rein. Ich habe schon überlegt, ob ich irgendwo mit ein bisschen Gold rumhex, aber nö. Ich glaube, nö. Nö. Ich bin heute Ground Espresso. Und no Gold. So, man kann natürlich jetzt hier noch viel machen. Ne? Aber ich möchte es einfach bei der Collage an sich im Moment belassen, damit die beiden Flaps da ganz gut zur Geltung kommen. So, ein bisschen Erhabenes, das mag ich. Das mag ich. So, wie wollte ich das jetzt machen? Dich hier. Dich dort. Richtig im Juni da drüber. Ich glaube, ein bisschen was schief ist cute. Ich habe so ein süßes kleines Zitatebuch. Da werde ich jetzt gerade ein paar Rosenzitate einpinseln. Ich habe ein kleines süßes Zitatebuch. Da sind irgendwie ganz viele von diesen mini kleinen
Zitaten drin, die ich hier und da einfach mal mit verbasteln werde. Weil das Buch an sich war nicht besonders hübsch und auch so komischen Plastikeinband. Das muss ich erstmal befreien. Jetzt habe ich ein Büchlein, wo ich Seiten ganz einfach rausreißen kann, ohne sie zu zerstören. Also wirklich, sie gehen leicht raus. Und ich kann auch jede kleine Gedichte einfach ausschneiden, weil sie immer in einem schönen Abstand sind. Teilweise ausreißen, aber dafür ist die Schrift schon echt mini. Das hier ist ja auch noch ein Zitat mit einem Bildchen dran. So, dich mache ich jetzt hier gerade. So, jetzt überdecken wir zwar ein bisschen Blümchen, aber noch ein bisschen. Super. So. Ja, falls ich heute Morgen ein bisschen Knick in der Optik habe. Tu mal so, als wäre es gerade. So, mir schubbernd. Ich brauche einen neuen Kleberpott, aber nicht mehr während dieses Projekts. Danach. Ja, ich habe jetzt auch mir nicht die Mühe gemacht hier. Oh Gott, das klingt so fies. Für euch habe ich mir nicht die Mühe gemacht. Nein, ich habe mir nicht die Mühe gemacht, eine neue Schreibtischunterlage hier auszurollen für dieses Video, weil ich im Nachgang direkt weitermachen werde. So, mit meinem Geheimprojekt. Und, oh, Entschuldigung, Romy. Oh, du liegst jetzt gleich, du liegst auf meinen Füßen. Das ist auch schön. Ja, und bleib liegen. Schlaf weiter. Der kleine Kater liegt auf meinen Füßen. Genau. Wo war ich denn geblieben? Ich war bei meinem Geheimprojekt. Noch Geheimprojekt. Und dieses noch Geheimprojekt werde ich nachher weiter bearbeiten. Und da das hier eine ganz schöne Schweinerei ist mit Kleber und Farbe und so, macht das überhaupt keinen Sinn, dass ich mir jetzt eine neue Unterlage nur für das Video schnappe. Da habt ihr nicht viel von. Also ich noch weniger als ihr. Also ihr wahrscheinlich mehr. Weil ich gar nicht so richtig... Ja. Ist ja auch irgendwie Papierverschwendung, wenn ich jedes Mal neues Papier aufziehe, wenn ich ein Video mache und dann bastle ich weiter. Dann mache ich ein Video und dann bastle ich weiter. Ja. Also wenn ich weiß, dass ich mehrere Videos drehe und ich hier nicht mehr so rumferkeln muss, dann kriegt ihr natürlich... Natürlich bekommt ihr dann ein frisches, knackiges Unterlage. Ja, ihr wisst, was ich meine. So gefällt mir das. So, das heißt, wir haben sogar noch ein bisschen Platz zum Schreiben auf dieser Seite. Ja, wenn auch nicht viel. Aber es ist Platz zum Schreiben. So, ich möchte, dass das hier über das hier flappt. Eigentlich wollte ich das dann verdecken. So rum machen? Oh, wahrscheinlich sinnvoller, ne? Weil wenn ich das verdecken will, dann einen kleinen schicken Fleck. Wenn ich das verdecken will, dann sollte ich da auch was Braunes drüber machen. Zum Beispiel dieses Blatt. So, aber das wäre für mich das Zweite. Das hier ist das Erste. Ich muss nur mal gucken, wo ich das einpacke. Ich wollte den Stoff so ein bisschen... Ach, komm schon. Ein bisschen Kleber am Fingernagel. Will ich das mit auf den Stoff packen oder lieber um die Lücke schließen? Ich lieber um die Lücke schließen, war mein Plan. Ihr seht hier oben das Ding, ne? So, dass es hier so übereinander flappt. Dass hier man die Borsten, also die Fransen, sieht. Wortfindungsstörung am frühen Morgen. So. Machen wir das Ganze mal. Von der Lücke bis zu der ein Klebestreifen. Für so viel reicht es hier noch. Weil mit einem so kleinen Klebestreifen, dann kann man nämlich immer noch das Serviette umklappen. Ich weiß gar nicht, wie man die Serviette denn nennt, wenn sie fertig ist. Das ist Decoupage, klar.
Aber es ist ja nirgendwo drauf. Es ist sehr simpel und einfach auf sich selbst. Also es ist ja auf sich selbst dekupagiert. So, gibt das dann dafür einen besonderen Namen? Ich weiß es nicht. Falls es einen Namen gibt, schreibt mir den bitte. So, auf jeden Fall. Oh, irgendwie ist hier ein bisschen backig geworden. Ja, muss ich nachher vielleicht nochmal ein bisschen lüften lassen. Dadurch, dass ich da jetzt frischen Kleber drunter habe, ist das Papier leicht feucht. Klar, selbst wenn man es nicht sieht oder richtig fühlt, Kleber sifft natürlich ein bisschen durch. Das heißt, also hier bei den Sachen bin ich relativ sicher, aber hier, es fühlt sich auch ein bisschen feucht an. Ich habe da relativ viel Kleber, sage ich mal, drauf gemacht. Und dementsprechend backt ein dekupagiertes Papierstück an. So, und zumachen sollte ich die Seite jetzt eh nicht, jedenfalls nicht für lange. Wie weit gehst du denn? Ein bisschen weiter noch. So, zumachen sollte ich die Seite eh nicht, damit sich hier alles erstmal arrangieren und trocknen kann. Wir haben nämlich eine ziemlich hohe Luftfeuchtigkeit. Muss man so sagen, weil es nämlich letzte Nacht hier gewittert hat wie nichts Gutes. Also es hat hier echt gekracht und geblitzt in einer Tour und ein Gewitter jagte das andere. Dementsprechend haben wir hier eine Luftfeuchtigkeit, die kann man fast schneiden. Kurz vor Regen. Regen ist ja dann die ausfallende Luftfeuchtigkeit quasi. So to say. Ja. So, jetzt kann man die Flaps hier bedienen. So, wir haben einen Flap. Wir haben einen zweiten Flap, der sich noch nicht so ganz wohl fühlt auf dem Blatt. So, aber bevor ich das hier nochmal trocknen lasse, lasst mich einmal nach vorne blättern zum George. Zurück zu George. Was sagt ihr? Wer ist George für euch? Was für ein Charakter würdet ihr ihm im Geiste verpassen? Seht ihr das so wie ich? Oder seht ihr das vielleicht anders? Was ist George für ein Typ? Ja, ich freue mich sehr auf eure Kommentare. Und jetzt muss ich erstmal unsere Seite wiederfinden. Da wird es rauspendelt. Ich freue mich sehr auf eure Kommentare. Und ich freue mich drauf zu lesen, wie euch dieses Video gefallen hat. Mal wieder ein Bastelvideo mit mir. Kein großes Shishi, kein großes Tülü. Einfach erste Seite in George und gib ihm. Klar, bisschen Material gesucht, habe ich vorab. Ist klar, aber ansonsten. Mir hat es super Spaß gemacht. Ich bin froh, dass ich jetzt hier das Eis gebrochen habe. Und George, wenn ich Jungfrau habe, egal, also verlierst es. Nicht jungfrei. Ich habe George die erste Medaille in seinem Heft verliehen. Mit Decoupage-Seiten. So, damit entlasse ich euch jetzt aus meinem Gequatsche und der ersten George-Seite. Ich bin gespannt, ob unser nächstes Video denn schon George meets Honey ist oder ob wir nochmal eine Session dazwischen haben, wo wir weitere Sachen machen. Mal schauen. Wir werden mal gucken, was wir so möglich machen können. So, und jetzt finde ich, solltet ihr euch an euren eigenen Basteltisch setzen und einfach mal loslegen. Ja, ich freue mich von euch zu lesen und sag mal, bis demnächst in diesem Kino. Thank you.